A World of Friends. Wir sind alle Jolly Men. Nützt ja nichts, wenn wir hier weiter im Bus rumsitzen. Das ist unsere Rosa. So lieb sie auch ist, wenn es sein muss, nimmt sie die Zügel in die Hand. Und dafür mögen wir sie ja auch alle. Mir ist was eingefallen. Im Kofferraum haben wir noch einen Kanister. Ich hol den mal. Oh ja, vielleicht kommen wir ja doch noch weiter. Nö, ist leider noch leerer als der Tank. Auf jeden Fall können wir da aber Benzin einfüllen. Hey, da kommt jemand. Also los jetzt, alle winken. Hallo, was winkt ihr denn so? Habt ihr eine Panne? Das kann man so nicht sagen. Nee, Panne haben wir nicht. Wir haben nur keinen Sprit mehr. Vielleicht gibst du uns was ab? Tja, würde ich ja gerne. Schafe helfen sich doch immer. Aber mein Traktor fährt mit Diesel und euer Bus ist, wenn ich das richtig sehe, ein Benziner. Das stimmt, leider. Aber ich weiß da was. Was denn? Also wenn ihr einen Kanister hättet, wisst ihr, es ist gar nicht weit bis zur nächsten Tankstelle. Naja, da kann ich einen von euch hin mitnehmen. Einen Kanister haben wir. Hier. Ich komme mit. In Ordnung? Na klar, spring auf. Und ihr wartet hier? Chibo, wo sollten wir denn hin? Ohne Sprit. Okay, war eine blöde Frage. Ich beeil mich. Und wir stehen dann die ganze Zeit hier nur herum? Nö. Was haltet ihr davon? Wir machen hier ein kleines Picknick. Oh. Ein Picknick? Ja, ihr baut den Campingtisch und die Stühle auf, holt Teller und Besteck raus und währenddessen koche ich für uns eine leckere Kleinigkeit. Klingt nicht schlecht. Wenn wir das fertig haben, ist Chibo sicher zurück und wir essen zusammen. Und dann geht es weiter. Gestärkt und ausgeruht. So machen wir es. Wir lassen uns doch von so einer Kleinigkeit wie einem leeren Tank nicht die scharfige Laune verderben. Und danke nochmal für alles. Kein Thema. Tschüss. Hallo, Chibo. Du bist aber schnell zurück. Ja, und guckt mal, wen ich mitgebracht habe. Hallo. Meh, ich bin Jolly Bob. Meh. Hallo, Jolly Bob. Meh. So schnell hätten wir dich gar nicht zurückerwartet, Chibo. Und dann auch noch mit einem Gast. Ja, genau. Das hier ist Bob. Er muss auch in unsere Richtung. Aha. Hallo, Leute. In die Richtung müssen. Nicht unbedingt müssen. Ich habe an der Tankstelle auf eine nette Mitfahrgelegenheit gewartet. Und dann kam, badam, badam, Chibo. Und? Wir kamen ins Gespräch. Ihr wisst doch, wie gern ich Musik höre. Und stellt euch vor, Bob hat nicht nur eine Gitarre dabei, er kann auch darauf spielen. Am liebsten Reggae-Musik. Genau. Und ich wollte einfach irgendwo hin, wo es schön ist. Und wärmer als gerade jetzt hier. Und da habe ich ihm von der Côte d'Azur erzählt. Und wenn ich darf, würde ich gerne mitfahren. Okay. Warum nicht? Was meint ihr? Ist doch genug Platz im Bus. Sehe ich genauso. Dann ist das abgemacht. Bob, du bist dabei. Wunderbar. Klasse. Dann ist das ja geklärt. Genau rechtzeitig. Könnte da noch jemand ein Gedeck auflegen? Essen ist fertig. Wenn wir auf Reise gehen, ganz egal wohin, wenn der Hunger kommt, haben wir nur eins im Sinn. Die Jolly Mäs machen ein Picknick. Heute steht auf dem Speiseplan Riesenkräutersalat mit Brot. Guten Appetit, fangt ruhig schon an. Die Zutaten für diesen Salat sind Kopfsalat, Brennnessel und Lungenkraut, Kresse, Wegerich und Löwenzahn.
Gänseblümchen, Ampfer und Bärenklau. Etwas Senf, Essig und Öl daran. Schafgarbe, Dost und Maggi-Kraut. Dann noch etwas wilder Majoran. Lecker! Wenn wir auf Reise gehen, ganz egal wohin, wenn der Hunger kommt, haben wir nur eins im Sinn. Wir Jollymäs machen ein Picknick. Wir Jollymäs machen ein Picknick. Ich frage mal ganz direkt. Wolf, ist dieses Essen eigentlich auch nach deinem Geschmack? Aber klar, Bob. Und wie mir das schmeckt. Weil ich doch, wie alle Schafe, ein Vegetarier bin. Ach so. Wenn wir auf Reise gehen, ganz egal wohin, wenn der Hunger kommt, haben wir nur eins im Sinn. Wir Jollymäs machen ein Picknick. Wir Jollymäs machen ein Picknick. A World of Friends.